Hallo und herzlich willkommen zu den Dulli TV News. In den News erzählen wir euch, was ihr verpasst habt in der letzten Woche. Und los geht's. Ein Funfact, den keiner braucht und trotzdem interessant ist. PUBG hat den 13 millionsten Bratpfannen-Kill verzeichnet. Geil, oder? Monster Hunter World, ein neues Update ist draußen. Für die PS4 die Version 1.05 und für die Xbox One Version 1.0.10. In der PS4-Version habt ihr ein paar Probleme gehabt mit den Jagdgruppen. Dort könnten andere Leute euch nicht joinen oder es sind fremde Leute einfach bei euch ins Spiel gekommen. Das ist natürlich nicht so geil. Das wurde jetzt behoben. Auf der Xbox One und PS4 habt ihr zudem manchmal das Problem gehabt, dass die 5 Millionen Objektpaket-Aktion nicht angezeigt wurde. Jetzt ist es allerdings für euch auch zur Verfügung. Und zwar wurde die ganze Sache auch noch bis zum 22. Februar verlängert. Falls ihr Probleme habt, jetzt reingehen und die Sachen einsacken. Venom, ihr wisst schon, der schwarze Spider-Man, gespielt von Tom Hardy, und zwar am 5. Oktober, könnt ihr euch drauf freuen, dann kommt das Ganze in die Kinos, ein eigener Film nur für Venom, ob das geil wird, wir wissen es noch nicht, aber Tom Hardy wird es bestimmt retten, wir haben derbe Bock drauf. Bitcoin, was für eine Woche für den Bitcoin, oder? Habt ihr es verfolgt? 9.000 Dollar war es noch am Anfang der Woche, dann abgefallen auf 6.000 Dollar und dann wieder hoch auf 9.000. Da kotzen die Investoren, sage ich nur. Habt ihr gekauft? Habt ihr verkauft? Habt ihr Geld gemacht oder Geld verloren? Schreibt mal in die Comments, was ihr so zum Bitcoin sagt aktuell. Und damit kommen wir auch schon zu unserer letzten Nachricht. Das Piraten-MMO Sea of Thieves hat ein Update bekommen. Und vielmehr der Beta-Client hat ein Update bekommen. Die Closed Beta ist zu Ende, nur wenige konnten teilnehmen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, dass auch Leute noch die Chance haben, an einer Open Beta teilzunehmen vor Release. Habt ihr Bock drauf? Schreibt es mal in die Comments. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch diese News gefallen hat und erzählt eurer Oma Opa davon, denn die brauchen die News nämlich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.